Na, geht's dir gut? Ziemlich heiß heute. Warte, ich mach den Ventilator an. Briefe, 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 Briefe! Sehr geehrter Monsieur Bellabaisse. Ja, das bin ich. Hat die Leitung der Ausstellung entschieden, Sie einzuladen. Sie und Ihre Kuh Jacqueline. Geschafft. Wir erwarten Sie zum internationalen Rinderwettbewerb. Unterschrieben von der Landwirtschaftsausstellung in Paris. Willkommen in Frankreich, Monsieur. Das passiert nicht alle Tage. Wo wollen Sie denn mit der Kuh hin? Nach Paris. Du willst zu Fuß nach Paris? Ja, mit der Kuh? Ja, mit der Kuh. Ey, Alter, du bist ja echt vollkommen krank. Nein. Er ist total verrückt. Sieh dich dahin, Jacqueline. Sonst kriegst du Albträume. Laufen Sie schon lange zu Fuß? 20 Tage, auf die Minute. Was dagegen, wenn ich Sie fürs Fernsehen interviewe? Nein, überhaupt nicht. Das trifft sich außerdem gut. Ich habe vor 2 Tagen gebadet. Guten Tag, ich bin Fatah Bellabaisse. Darf ich Action sagen? Naima will nicht mit dir reden. Sie hat deine Fotos auf dem Computer gesehen. Aber nein, das war nur für meine Show. Wenn sie nicht mit Ihnen reden will, können Sie ihr auch schreiben. Gut, mein Schatz. Oh nein, mein Schatz geht nicht. Sie ist meine Frau. Ich, der Unterzeichnende, Fatah Bellabaisse, erkläre der zuständigen Person... Sie schreiben doch keinen Brief ans Finanzamt, Vater. Ein wenig Poesie. Naima, ich greife mit großer Freude zu meinem Stift, um das uns trennende Meer zu überqueren. Ich habe nichts Schlimmes getan. Du musst mir vertrauen. Sein Name ist Fatah Bellabaisse. Diese Woche sieht man nur ihn im Netz. Das ist mein Schwager. Mach mal lauter, mach lauter! Hey, willst du meine Jackson oder was? Jacqueline! Ich liebe diesen Mann, ich fahre voll auf ihn. Jacqueline, 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 Jacqueline! Wir suchen eine Kuh. Was soll man schon dazu sagen? Das ist unangenehm und peinlich. Nein, überhaupt nicht. Nach dem Tod ihres Mannes. Ein Tag hat sehr viele Stunden, also rufe ich manchmal Laurie an. Ich habe Bagels für dich. Du hättest anrufen sollen. Habe ich doch. Aber ich bin nicht rangegangen. Du hast Daddy's